Hey Leute, wir machen weiter mit Sherlock Holmes, das Geheimnis des silbernen Ohrrings. Und wir hatten ja, waren ja Zeugen eines Mordes auf der Bühne im letzten Part. Und wir sind hier in einen Nebenraum von dem Festsaal hier hineingegangen und kommen hier direkt zur Küche. Ich weiß ehrlich nur noch nicht, ob ich zur Küche will. Aber es ist auch so, dass ich mich ganz gerne hier mal mit der Lupe umsehen möchte. Hier hinten dran haben wir ein schwarzes Laken gefunden, wo Sherlock meinte, das hätte sich jemand drin verstecken können. Und hier hat er auch gesagt, dass es ein Schießpulvergeruch gab. Ich gucke mir mal die Rüstung an. Stattliche Rüstung. Wohl wahr. Tür kann ich nicht anschauen. Oder doch, kann ich die Tür anschauen? Ne, da kann ich nur durchgehen. Okay. Dann habe ich ja noch hier. Macht da nichts. Kann ich diese Ornamente? Ich bin noch nicht, ich habe mir jetzt zwar die Anleitung angeguckt, Leute. Die ist aber wenig ergiebig. Da hinten kann ich mir nicht mehr angucken. Okay, dann pack ich mal wieder weg. Oder die Tür. Ich gehe mal hier in diesen Raum, Leute. Da hat es irgendwie getickt am Ende vom letzten Part. Ja, also so wie es aussieht, gibt es keine Hotspot-Anzeige. Die Frage ist, wo wir jetzt hier hinkommen. Ich verschaffe mir erstmal einen Überblick. Ah. Eine Art Herrenzimmer. Da will ich aber auch noch nicht hin. Das ist alles sehr verzwackt und verzwickt, Leute. Halt, geh doch da mal bitte raus. Ich dachte eigentlich, dass ich hier zurückkomme. Okay, ich mach mal die Runde fertig hier in dem Festsaal. Oh, da ist eine Kerze zum Beispiel aus, fällt mir gerade auch noch auf. Da, schauen wir mal, wo wir jetzt hier noch hinkommen. Ah, hier ist noch jemand. Wieder ein Offizier, den da hinten hatten wir schon im letzten Part besprochen. Sie scheinen nicht im Mindesten beunruhigt zu sein. Mhm. In Indien habe ich mich an das Geräusch von Schüssen gewöhnt. Im Gegensatz zu Damen oder gewissen anwesenden Offizieren beunruhigen mich plötzliche Schüsse deshalb auch nicht weiter. Aha, im Gegensatz. So, klick. Okay. Ihre Anwesenheit hier. Könnten Sie mir Ihre Anwesenheit bei diesem Empfang erklären? Bromsby schickte mir Einladungen für mich und meine Gemahlin. Sie wurde im Verlauf der Geschehnisse vor Schreck ohnmächtig. Hoffentlich bleibt sie das auch noch eine Weile, sodass ich noch einige Gläschen dieses ausgezeichneten Sherrys genießen kann. Okay, du bist froh, dass deine Frau aus der Schusslinie ist. verstanden. Sir Bromsby. Warum sind Sie nicht eingeschritten? Das wäre zwecklos gewesen. Der Täter ist entweder ein perfekter Schütze oder hatte unverschämtes Glück. Denn der alte Bromsby hatte nicht den Hauch einer Chance. Stimmt. Wiedersehen. Ich danke Ihnen vielmals. War mir ein Vergnügen. Okay. Schade, dass ich beim den Dialogen immer klicken muss. Okay, jetzt bin ich wieder am Anfang der ganzen Szenerie. Okay, dann gehe ich mal wieder hier zurück. Oh, das ist die Tür. Okay, wo komme ich denn eigentlich hier hin? Ich glaube, das... Ah, hier tickt es auch so komisch. Ist das die Uhr, die hier so tickt? Eine tickende Uhr. Hier geht's weiter. Muss sich immer sehr gut umsehen. Versuch mal da durchzugehen. Boah, das ist alles... Dieser Raum wurde selten benutzt. Alles ist an seinem Platz. Was willst du mir damit sagen, lieber Sherlock? Also ich würde sagen, wir können uns auch genauso gut hier als erstes umgucken. Genauso gut wie jeder andere. Geht's weiter? Oder hier geht's weiter nach unten. Hier liegt was. Was ist das? Nein, ich will nicht rausgehen. Nein, ich will. Oh, da ist was. The French Saloons. Salons. Und hier ist ein Zettel. Ein Buch zum Erlernen des Französischen. Mhm.
So, wo sind denn die Notizzettel? Okay, da ist es nicht. Was ist das? Okay, wir haben wohl den 14. Oktober 1897. Ah, es riecht. Im Korridor zur Küche riecht es nach Schießbuch. Im Griff ist leicht nach unten. Ah, das scheint hier irgendwie so die Soßenspuren am Griff der Tür. Okay, das scheint hier irgendwie sehr hier Dinge, die ihr bemerkt, so Faktenüberblicke zu sein. Ah, okay. Vielleicht kann ich das alles auch irgendwie mit der Lupe untersuchen. Oh, Schießpulver. Soßenspuren am Griff zum nächsten Korridor. Okay. Aha, 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 aha. Uff. Okay, raus hier. Also, Verzeihung, ich wollte... Ja, das mit der Steuerung ist noch ein bisschen... Ja. Das ist aber auch ein interessantes Bild. Hier fällt mir gerade auf. Sehr interessant. Schön. Was für ein hübsches Bild. Und diese Dame trägt einen sehr schönen Ohrring. Hm, ob das mit was mit dem Spiel zu tun hat? Was? Ich brauche noch etwas. Okay, er braucht noch etwas. Das hier sieht eher wie so ein Fleck aus, Leute. Schade, hier gibt es keine Hotspot-Anzeige. Das wäre cool. Aber das ist, glaube ich, beim anderen Sherlock Holmes-Spiel auch so gewesen, dass es hier keine Hotspot-Anzeige gibt. Okay. Ich brauche noch etwas. Okay, du brauchst noch etwas, Sherlock. Ach, verflixt. Escape geht ins Menü zurück. Okay, komme ich da irgendwo durch? Oder ist das ein Fenster? Das wird ein Fenster sein und das ist auch keine Tür, sondern nur eine Wandvertäfelung. Ansonsten gut. Weiter. Sherlock. Doppelklick hilft nicht, dass er nach draußen springt. So, da bin ich rein. Wo komme ich denn hier hin? Wahrscheinlich wieder in die Eingangshalle, kann das sein? Auf dem Türgriff ist eine fettige Substanz. Vielleicht eine Soße? Schon wieder? Mal ganz kurz, gute Frau, ich unterhalte mich gleich mit dir. Kann ich denn jetzt zum Beispiel mal hier die fettige Soße untersuchen? Nein, kann ich nicht. Hm. Mit dir reden? Verzeihung, sind Sie vielleicht Mary? Was wünschen Sie, Mister? Okay, verschiedene Sachen. Teppich. Was ist dir auf dem Teppich passiert? Ein Trottel von Hartford hat das Geflügel fallen lassen. Sir Bromsby ging vorüber, ohne Notiz zu nehmen. In letzter Zeit schien er mit seinen Gedanken ganz woanders zu sein. Wahrscheinlich wegen Miss Lavinias Heimkehr. Oh. Sir Bromsby. Wie denken Sie über Ihren Dienstherrn? Manchmal konnte er ein wahrer Teufel sein, aber er war kein schlechter Mensch. Wenn Sie meinen Vater gekannt hätten. Und der Master war mit unseren Löhnen so freigebig. Mhm. Der Durchgang? Haben Sie nach dem Schuss jemanden hier durchkommen sehen? Niemand ging hier lang. Nicht nachdem ich den Eimer geleert habe und auch nicht während ich hier sauber gemacht habe. Ich habe nur Scott gesehen, der im Ballsaal war. Er hatte die Türen spalt geöffnet, um mir zu erzählen, was passiert ist. Mhm. Einer deiner Kollegen, Schuss? Haben Sie den Schuss gehört? Natürlich. Ich habe alles gehört. Aber meine Arbeit habe ich nicht unterbrochen. Wenn jemand anderes getötet worden wäre, hätte der Master mir eine schöne Standpauke gehalten. Hm. Wiedersehen, Mary. Vielen Dank, Mary. Dafür doch nicht, Sir. Okay. Wow, ist ganz schön umfangreich hier. Dann schauen wir doch mal die Marys Rückseite an. Aha. Da geht's eine Treppe rauf. Okay, hier geht's nicht weiter. Mach ich mal noch nicht. Ich gehe mal wieder. Dann geht's hier wahrscheinlich in die Eingangshalle, nehme ich mal an. Auch nicht. Oh. Ins Esszimmer. Oh, da liegt ein Zettel.
Und ein Schwein? Okay, wieder ins Tagebuch. Ja. Foto eines Sir Brumps. Nein. Okay, es scheint die Soße auf dem Teppich die gleiche wie auf den Türgriffen. Jawohl. Wo ist denn jetzt das? Oh, das ist aber hübsch. Für die zukünftige große Schauspielerin mit all meiner Unterstützung, Veronica Davenport. Aha. Das ist ein schöner Füller hier. Ach, ist das hier die Karte von der... Ah, schaut mal. Hier ist Watson. Ah, okay. Hier ist diese komische Tischkonstruktion. Und ich bin jetzt wohl hier... Oh. Hier bin ich raus. Puh. Wie dich zu sagen. Das klingt immer so, wie wenn jemand im Hintergrund schnieft, Leute. Hier kann ich noch weiter um den Tisch herum. Ah, hier schnieft jemand. Weitere Unterhaltungspartner. Ah, sie schnieft. Okay, gute Frau. Bist du die Tochter? Bitte, Sir, ich habe Ihnen nichts zu sagen. Jeder beschuldigt mich bereitwillig dieser entsetzlichen Tat. Ich habe nichts getan. Ich sah meinen Vater am Tag meiner Volljährigkeit vor meinen Augen sterben. Das ist bitter, gute Frau. Oh. Diese junge Dame sagt die Wahrheit. Ich kann jeden ihrer Schritte bezeugen, seit sie in der Tür erschien. Ich bitte meine Kühnheit zu verzeihen, Miss. Schuss. Wo waren Sie zum Zeitpunkt des Schusses? Ich stand an der Bar und sprach mit Colonel Patterson. Als alle anfingen zu applaudieren und sich dem Podium zuwandten, drehte auch ich mich um und sah durch die Menge. Okay. Was haben Sie gesehen? Ist Ihnen etwas Besonderes aufgefallen? Als eine der Türen sich öffnete, sah ich eine Person, die den Blicken der anderen verborgen war. Eine bezaubernde junge Dame stand an der Türschwelle. Ich schämte mich ein wenig, sie so unverhohlen anzustarren, aber ihr Liebreiz vereinnahmte mich gänzlich, bis dieser furchtbare Schuss fiel. Kann man verstehen. Lavinia. Sind Sie sicher, dass es Miss Bromsby war? Ja. Colonel Patterson stand neben mir und kann bezeugen, was ich sah. Ich meine mich zu erinnern, dass sonst niemand bei uns war. Ihre Anwesenheit hier? Was ist der Grund Ihres Hierseins? Das verdanke ich Colonel Patterson. Wir lernten uns vor ein paar Tagen in seinem Club kennen und er überredete mich, ihn hierher zu begleiten. Dein Name wäre noch schön. Okay. Oh. Jetzt stehe ich auf einmal hier beim Colonel Patterson. Der gemütliche Colonel Patterson. Beantworten Sie jetzt meine Fragen, Sir. Ich bin ganz Ohr. Ach, auf einmal. Lieutenant Harrington heißt der wohl. Wie lange kennen Sie Lieutenant Harrington schon? Wir lernten uns vor ein paar Tagen im Offiziersclub kennen. Ein guter Junge, das können Sie mir glauben. Was wäre naheliegender gewesen, ihn als meinen Gast zu diesem Empfang einzuladen, bei dem er dann auf angenehme Gesellschaft trifft? Ja, vielleicht hat er ja was getroffen. Aha. Schuss. Wo genau waren Sie zum Zeitpunkt dieses tragischen Ereignisses? Wir standen an der Bar, als der Schuss fiel. Und ich... Oh, Verzeihung. Nochmal. Schuss. Wo genau waren Sie zu... Wir standen an der Bar, als der Schuss fiel. Und ich blieb auch danach noch an der Bar. Ja, standfest bis zuletzt, ich verstehe. Lavinia Bromsby. Konnten Sie Miss Bromsby zum Tatzeitpunkt sehen? Unmöglich. Meine Augen sind so schlecht, dass ich nicht einmal eine Fliege in meinem Whisky erkennen würde. Ach, wirklich? Ja, es ist eine Schande. Aber ich habe gute Ohren. Wenn es um Geräusche geht, macht mir so schnell niemand etwas vor.
Nach dem Applaus zu schließen, hatte der alte Bromsby gerade zu meiner Rechten den Saal betreten. Da das Geräusch so gut trug, muss die Menge sich in dieser Richtung geteilt haben. Ich möchte hinzufügen, wenn Lieutenant Harrington sagt, er hätte hier einen Floh mit einer Fliege tanzen sehen, können Sie ihm glauben? Deine Meinung in allen Ehren. Noch etwas? Erinnern Sie sich noch an etwas anderes? Warten Sie, ich habe da noch einen Knüller für Ihr Blatt. Ich bin mir sicher, dass Bromsby mit einem kleinkalibrigen Wright-Revolver getötet wurde. Okay, wie kommst du da drauf? Na gut, du bist ja sehr scharfhörig. Wiedersehen. Vielen Dank für diese Informationen, Sir. Colonel. Für Sie, Colonel. Schön, dass wir so intim sind, Colonel. Befanden Sie sich zum Zeitpunkt des Mordes genau an dieser Stelle? Ja, ich habe genau hier gestanden. Ich konnte die Tür gut einsehen, da nur wenige Gäste vor mir standen. Okay, nochmal Schuss. Was taten Sie, nachdem der Schuss fiel? Wie fast jeder verließ ich den Saal. Ich sollte mich jetzt bei Miss Lavinia für mein Verhalten entschuldigen. Meinen Sie das nicht auch? Wiedersehen, meine ich. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Nicht der Rede wert. Okay. Kann es sein, dass hier... Es ist noch nicht an der Zeit, zu Watson zu stoßen. Ich habe noch nicht alles untersucht. Alles klar. Schön, dass du mir diesen Hinweis gibst. So. Ja, jetzt aber mal hier. Hier ist die Karte. Also, ich stehe jetzt im Augenblick hier. Verstehe. Und ich habe mich dann hier irgendwie so durchgekämpft. Ich werde mal Folgendes machen, Leute. Ich gehe mal hier in diesen Korridor. Und guck, arbeite mich mal dann mal so vor. Ach, hier könnte es sein, dass da die Mary war. Bin mir nicht ganz sicher. Okay, schauen wir mal. Wir müssen jetzt anfangen, uns zu sortieren. Lesen der Gästeliste. Das ist eine weibliche Handschrift. Was haben diese Anmerkungen wohl zu bedeuten? Gute Frage. Fotohübsches junges Mädchen. Visitenkarte lesen. Eine französische Visitenkarte. Die war in dem Buch drin. Okay. Jetzt habe ich auch verstanden, wie das geht. Gut, gehen wir mal raus hier. Oh. Halt. Ich gehe hier wieder lang. Die Steuerung ist mir noch ein bisschen nah, sagen wir mal. Was machst denn du da oben? Okay, spielen. Okay, jetzt ist er nicht mehr so weit oben. Jetzt gehe ich mal hier durch. Na, da passt der Holmes ja gar nicht durch. Oh, das ist hier. Okay. Wer sind Sie, Sir? Den habe ich nicht möchte mich Ihnen vorstellen. Ich bin Sherlock Holmes. Oh, Mr. Holmes, der berühmte Detektiv. Dem Himmel sei für Ihre Anwesenheit gedankt. Ich fürchte, ich stehe noch unter Schock. Okay, Ihre Anwesenheit hier. Wer bist du eigentlich? Mit wem habe ich das Vergnügen? Oh, klicken. Oh, wo sind nur meine Manieren? Wir wurden uns noch nicht offiziell vorgestellt. Ich bin Herman Grimble, Berater des verblichenen Sir Melvin Bromsby und Kleinaktionär von Bromsby Enterprises. Okay, Mordopfer? Sir Bromsby? Sir Bromsby? Was für ein Mann war Sir Bromsby? Er war ein Mann mit starkem Charakter, der zuweilen unmäßig erschien. Er war unnachgiebig, aber doch ein guter Mensch. Mordopfer. Sie kannten Sir Bromsby also sehr gut. Welch trauriges Ende für solch einen großen Mann. Wir lernten uns vor etlichen Jahren in Indien kennen. Das muss noch vor Miss Lavinias Geburt gewesen sein. Von dem Moment an waren wir Geschäftspartner und Freunde. Oh, gut. Gut, Leute. Ich würde sagen, mit dem guten Geschäftspartner von Lord Bromsby reden wir dann weiter im nächsten Part von Let's Play Sherlock Holmes: Das Geheimnis des silbernen Ohrrings. Bis dahin, Leute. Ciao.